So, wo ist das Flunsal? Da oben ist das Flunsal. Können wir da hochklettern? Na, mit dem Dach nicht. Tada! Wollte ich nicht irgendwo in eine Höhle? Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Verdammt. Oder hat der Kampf die Orientierung verloren? Ich glaube, da ist die, ne? Die sieht richtig tief aus, oder? So neblig. Ich bin mir nicht sicher, aber schauen wir mal. Ich hoffe, dass sie bei Zelda auch bald ein... auch... Was? Auch bald mal auch Zelda mehr in den Vordergrund schieben. Ach so. Ich würde sie auch gern mal als Main spielen. Ja, ich weiß, das wäre cool. Ich frage mich ja, ob das im zweiten Punkt nicht... im zweiten Breath of the Wild Teil nicht der Fall sein wird. Weil nach dem ersten Trailer haben viele spekuliert, ob das nicht so sein könnte. Und dass die Fans so gerne auch mal irgendwie mehr mit Zelda spielen würden, ist dann eben auch Nintendo aufgefallen. Weil ja auch der, na, wie heißt er? Der Zelda-Mensch halt, der Chefentwickler, der aktuelle, gesagt hat so, ja, er findet es interessant, dass die Leute das unbedingt wollen. Und er hätte da noch gar nicht so dran gedacht. Und das klang schon ein bisschen so, als ob das Spiel jetzt vielleicht noch mal ein bisschen überarbeitet wird, damit man eben gerade Zelda spielen kann. Ich meine, der Wolf Amiibo aus Breath of the Wild 1, also dass man sich quasi durch den Amiibo einen Wolfbegleiter mit einer funktionierenden KI und so weiter beschwören könnte, ist ja schon ein deutliches Anzeichen dafür, dass Breath of the Wild zumindest in irgendeinem Punkt in seiner Entwicklung mal mit Begleitern rumexperimentiert hat. Weil sonst, die haben bestimmt nicht nur wegen dem Amiibo jetzt eine Begleiter-KI und einen kämpfenden Wolf gemacht. Das wäre viel zu aufwendig. Da gab es bestimmt schon irgendwie Experimente damit, wie das wäre mit Begleitern oder eben zum Beispiel mit einem Hunde- oder Wolfbegleiter durch die Welt zu ziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas vielleicht durchaus auch ausgebaut werden könnte für Breath of the Wild 2, dass dann eben Begleiter tatsächlich ein fester Bestandteil werden und dass man dann vielleicht eben auch wirklich mit Link und Zelda unterwegs ist und man kann Charaktere durchwechseln und jeder hat seine Fähigkeiten und man muss manchmal kooperieren. Das gab es ja auch in früheren Zelda-Spielen sehr oft, dass man in Tempel auf verschiedene Charaktere zurückgreifen muss oder zumindest meistens eher nervige Begleitcharaktere hatte. Also wer weiß. Vom Worldbuilding her meinte ich eher die Quests, die viel zur Lore beitragen, wie hier zum Beispiel die Erforschung von den Hylurchen. Heißen die wirklich Hylurchen? Dass man eben mehr über Ganons Armee erfährt. Ah ja, okay. Ja, ich verstehe schon, dass quasi, du meinst, dass nicht nur, wie es in Breath of the Wild ist, überall kleine Aufgaben sind und überall kleine Sachen zu tun, sondern dass diese kleinen Aufgaben auch mit der Story verwoben sind und dass man quasi mehr erfährt über die Vergangenheit durch diese Aufgaben, sowas in der Art, ne? Das macht Breath of the Wild nicht wirklich, das stimmt. Oh, tiefgefroren. Jetzt geh doch auf die Eisscholle! Auf die Eisscholle! Nicht drunter! Danke. Okay, kaputt. Wo ist denn sein Loot? Ich hätte schon gern den Loot von dem. Die Äste kann man immer brauchen von denen.
Kann ich irgendwie nicht öffnen. Ich glaube, ich hätte Schlüssel, theoretisch. Muss ich erst irgendwie das Wasser ablassen hier oder so. Manchmal gibt's sowas. Ach so, oder darf ich einfach nur... Ah ja, ich darf einfach nur kein Eis machen. Okay, das geht auch. Ach so, du meinst, dass man Sheik vielleicht auch einbauen könnte in Breath of the Wild als Zelda Zweit Geheimidentität. Naja. Schwierig. Ich bin echt gespannt auf dieses Hyrule Warriors, das jetzt kommt. Also dieses Hyrule Warriors Spin-Off im Grunde. Oder ist es ein zweiter Teil? Für mich ist es eher so ein Spin-Off irgendwie und kein richtiger zweiter Teil. Aber... auf jeden Fall bin ich gespannt, ob da noch mehr spielbare Charaktere gezeigt werden. Weil als das vorgestellt wurde, dachte ich wirklich, man könnte nur die vier Recken Link und Zelda spielen. Und habe mir gedacht, okay, passt schon, warum nicht? Ist halt dann eher storylastig, ist ja auch interessant. Aber jetzt wurde ja schon revealed, dass man tatsächlich die junge Impa spielen kann. Und das ist schon ziemlich cool. Und jetzt wurden zumindest als Support-Charaktere auch die jungen Versionen von dieser Wissenschaftlerin... also quasi die ältere Version, weil die sich ja in Breath of the Wild verjüngt hat, aber eigentlich die Vergangenheitsversion halt vorgestellt. Aber ob die spielbar sind, weiß ich nicht. Nur als Charaktere wurden die gezeigt. Ich frage mich, ob da noch was kommt. Ich frage mich, wie viele und welche spielbare Figuren es tatsächlich geben wird. Das würde mich wirklich interessieren. Ich meine, dass er zu Zeiten von Ocarina of Time eine große Fangemeinde hatte und bereits damals hätte man merken können, dass die Fans neben Link vielleicht auch mal Zelda oder andere Charaktere als mehr als nur Sidekick sehen wollen. Ja, ja, genau, das stimmt. Es ist ein Prequel zu Breath of the Wild und ein Spin-Off zu Zelda. Ja, ja, das schon. Es ist ein Zelda-Spin-Off, aber ist es ein Hyrule Warrior 2 oder ein Hyrule Warrior Spin-Off? Da bin ich mir nicht sicher. Weil bei einem Hyrule Warriors 2 würde ich quasi alle Figuren und alle Maps und Gegner aus Hyrule Warriors erwarten, plus mehr. Also so macht's die Warriors-Reihe halt eigentlich immer in all ihren Spin-Offs und Facetten. Deswegen fühlt sich jetzt dieses Hyrule Warriors für mich eher wie ein Spin-Off von Hyrule Warriors an. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht ein Hyrule Warriors 2 kommt, das dann die Inhalte aus Hyrule Warriors und Hyrule Warriors, die Verheerung, Ganon, bla bla, miteinander vereint. Sowas in der Art stelle ich mir vor. Deswegen rede ich immer von dem Hyrule Warriors Spin-Off. Aber alle Hyrule Warriors sind quasi Zelda-Spin-Offs. Das ist schon klar. Das ist alles so verwirrend. Und zeitlich ist es zwar natürlich ein Ocarina of Time Prequel, aber ich finde es super verwirrend, wenn man es als Prequel von Hyrule Warriors bezeichnet. Weil da würde man wahrscheinlich eher ein Spiel erwarten, das auch so ist wie Hyrule Warriors. Wie Breath of the Wild. Aber die Warriors-Spiele sind natürlich von ihrem Gameplay und ihrer ganzen Struktur ganz andere Spiele als Breath of the Wild. Deswegen benutze ich ungern den Begriff Breath of the Wild Sequel, wenn es um das Hyrule Warriors geht. Weil das ist irreführend. Alles so kompliziert. Wait, what? Das neue Hyrule Warriors hat eine bestätigte Impa in Jung. Ja, 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 total. Das war ganz am Schluss von dem Trailer von der Tokyo Game Show war das, glaube ich. Sieht man dann plötzlich eben, wie
Also da sieht man die junge Impa schon die ganze Zeit als Begleitperson mit Zelda und Link mitgehen und am Schluss sieht man die dann auch in Aktion. Da wechselt der, der das spielt, dann von Link plötzlich auf die junge Impa und die kann halt voll so ein Ninjutsu-Action. Die erschafft dann irgendwie so Wasser-Doppelgänger von sich selbst, die neben ihr herlaufen und kann lauter so Naruto-Zeugs. Die sieht ziemlich cool aus. Ich glaube, das macht echt Spaß mit der. Das sah echt super aus. Die sieht man wirklich nur in diesem kurzen Gameplay. Na, so kurz war es nicht. Ich glaube, 15 Minuten Gameplay hat man gesehen von dem Spiel. Und ganz am Schluss wechselt der dann nochmal auf die junge Impa. Und man sieht, dass die spielbar ist tatsächlich. Ja, keine Ahnung, Metatron. Also die Schlachten selber hat man ja quasi in diesem Gameplay-Trailer gesehen und die sind wie gewohnt bei Hero-Spielen auf sehr begrenzten oder relativ begrenzten Maps. Da gab es tatsächlich eine recht große Fläche auf dieser Map, also viel größer als in Hyrule Warriors, dem Vorgänger, oder auch anderen Warrior-Spielen, die ich kenne, aber es war schon einfach so Schläuche mit Bäuchen, wie man das kennt. Aber ob, wie jetzt quasi Overworld Design ist, da bin ich auch gespannt drauf. Ich fand ja die Idee aus Hyrule Warriors mit diesen Retro-Maps schon auch echt sehr nett. Naja, muss man mal abwarten. Ich bin wirklich gespannt auf das Spiel. Es ist echt witzig, weil im gleichen Monat erscheint die PlayStation 5 und die Xbox Series und ist schon auch ganz cool, ist eh ganz klar, aber hauptsächlich bin ich wirklich auf dieses Hyrule Warriors gespannt. Das ist schon. Also, wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich auf die PS5 und die Xbox Series lieber nochmal verzichten und mir dann nur das Spiel holen, wenn es ein Entweder-Oder wäre. Ich wäre schon enttäuscht, wenn zwar Hyrule Town vorkommt, aber dann dort nur gekämpft wird. Ja, das wäre gar nicht, das ist gar kein so blöder Gedanke, ne? Vielleicht wer könnte wirklich Hyrule Town in seinem ursprünglichen Zustand auch so eine Art Hub World sein, in der man sich dann auch wirklich bewegen kann. Das wird zumindest total Sinn machen und passen. Ob die das dann so machen, ist natürlich eine andere Frage. Ich bin gespannt. Ach ja, ohne den Charakter hier. Ohne Venti wäre das hier gerade so lästig gewesen, hier hochzukommen. Da bin ich schon froh, dass ich den dabei habe. Gut gemacht, Venti. Gut gemacht. War ich schon mal auf dem Berg da oben? Ich glaube nicht, oder? Nee, dann habe ich ja ein neues Ziel. Ventilator. Stimmt. Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das ist schon witzig, dass der Windkerl Venti heißt. Ich will ja nicht zu viel spoilen, aber wenn man seine wahre Natur kennt, ist das vielleicht sogar noch ein bisschen lustiger. Oh-oh. Ein Eis- und ein Wasserkerl. Oh, Level 50 fast. Die könnten lästig werden. Okay, gut. Einer von beiden ist weg. Nur noch der Eiskerl übrig. Der zwar ganz schön robust ist, aber den kriegen wir schon weg. Let's play.
Wenn ich doch jetzt nur einen Feuercharakter hätte. Es wäre so viel leichter. Aber der kriegt sogar ganz gut Eisschaden, obwohl er selber ein Eisgegner ist. Aber er ist halt doch ein Mensch mit einem Eisflammenwerfer. Insofern macht das ja schon Sinn. Nein, komm schon, ausweichen. Zu spät. Tot. Verdammt. Im Kochtopf hängen bleiben ist nicht gut. Hui. Der war ja mal hart. Ich glaube, ich brauche wirklich einen Feuercharakter im Team. Vorsichtshalber. Kann ja nicht schaden. Hallo, der Doc, wie geht's? Ja, das ist schon passiert. Die Haare sind schon gespendet. Die sind schon ab. Ich wollte die ursprünglich ein Jahr wachsen lassen, aber nach einem Jahr waren die noch nicht ganz lang genug. Deswegen... Oh, Abraxe! Danke schön. Ich hab's gerade vor lauter Kämpfe überhaupt nicht gesehen. Voll nett von dir. Und gute Nacht. Mach's gut. Ciao. Genau. Die sind schon ab. Die sind schon weg. Die sind schon... gespendet. Und meine Haare sind schon wieder ziemlich nachgewachsen mittlerweile. 1,5 Jahre waren das jetzt ungefähr, glaube ich. Damit die die Mindestlänge erreichen, hat es ein bisschen länger gedauert. Und dann war eben noch der Lockdown mit der Corona-Krise gerade auf ihrem Höhepunkt. Und da habe ich mir auch gedacht, ist vielleicht jetzt auch nicht so geil, jetzt irgendwelche Haare zu verschicken. Da wollte ich dann nochmal ein bisschen abwarten. Ja, ja, genau. Die Streams kommen ja jetzt auch auf YouTube, auf dem Let's Play-Kanal in fein portionierte Häppchen. Aber die sind halt teilweise schon einen Monat hinterher. Aber ja, genau. Doch, doch. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. So, das ist, glaube ich, auch ein ziemlich neues Gebiet da unten. Da war ich auch noch nie. Aber jetzt kletter ich erstmal hier hoch und gehe da noch ein bisschen. Kann man da hoch? Ist das noch Spielwelt? Nee, ich glaube, hier stoßen wir schon an die Grenzen der Spielwelt. Aber ich kletter mal so hoch, wie es geht. Ich bin mir nämlich nicht sicher.
ab wo hier Ende ist, wirklich. Na, es geht schon noch ein Stückchen. Könnte schon sein, dass der Berg noch drin ist. Finde ich gut. Na, ich glaube doch nicht. Ich glaube, der Berg gehört nicht mehr dazu. Wow, was ist denn hier los? Gemein versteckter Abgrund. Den hätte ich fast übersehen. Ich glaube, wir kommen da auch nicht mal hoch. Naja, doch, wahrscheinlich schon. Ich mach's jetzt mal. Schauen wir mal. Das Spiel sagt dann eh irgendwie so, hey, hier können wir nicht weiter. Und dann läuft mein Charakter automatisch in die entgegengesetzte Richtung, wenn es nicht mehr geht. Mal gucken, ob die hier am Ende der Welt auf dem Berg noch irgendwas Cooles versteckt haben. Was für gute Kletterer, die in der Welt alle sind, oder? Ohne Ausrüstung, ohne irgendwas. Mit blanken Händen einfach hier so einen Berg hochklettern. Das ist schon nicht schlecht. Da drüben muss ich am besten hin. Ich glaube, da kann man stehen. Nein, was machst du denn? Oh mein Gott, ey. Eiskerl. Hat da versehentlich wohl zu glitschige Hände sich geeist. Unser Eispirat. Der eigentlich gar kein Pirat ist, sondern der Captain der Stadtwache. Ne, Captain ist er nicht. Den Captain habe ich noch nicht. Die hätte ich auch gerne. Die ist, glaube ich, ziemlich cool. Den Feuerkerl aus der Kneipe und den Captain der Stadtwache, die hätte ich schon ganz gerne. Aber das sind Stufe 5 Charaktere, also Seltenheit Stufe 5 Charaktere. Die sind ziemlich selten. Man kriegt aber, habe ich, glaube ich, gelesen, wenn man 90 Lootboxen öffnet, also 9-mal so 10er Lootboxen, wie ich sie immer mir zusammengrinde, kriegt man garantiert einen Stufe 5 Charakter. Oder ein Stufe 5 Item, stimmt eigentlich. Könnte wahrscheinlich auch ein Schwert sein. Oder eine Waffe. Da wäre ich enttäuscht. Nix gegen Stufe 5 Waffen, die sind voll gut und wichtig und so. Aber ich hätte schon gern lieber meine Charaktere gesammelt. Ah, ich glaube, den Berg erlaubt mir nicht mehr das Spiel. Ja, genau, jetzt dreht mein Charakter automatisch um. Und ich kann nichts dagegen tun. Okay, höher als so dürfen wir nicht. Schade. Der gehört also nicht mehr wirklich zur Spielwelt. Man merkt auch, hier ist alles leer und hier ist auch alles nicht mehr so schön gestaltet. Und mein Gott, wie sieht es denn da hinten aus? Nein, stürze dich nicht in den Tod, das machen die nämlich manchmal. Wenn man auf einem Berg zu weit aus der Map läuft, dann drehen die einfach um und stürzen sich ins Verderben. Dann haben die keinen Bock mehr. Na, dann segeln wir darunter ins Tal. Da gibt es bestimmt noch einiges zu erledigen. Vize-Captain ist er. Ah ja. Das Design von Paimon finde ich aber total niedlich. Ich bin mir sicher, wirklich, der Charakter hat super viele Fans und viele finden den auch echt toll und witzig und so. Ich finde die aber furchtbar. Aber das ist halt so ein Charakter, den hasst man oder den liebt man, glaube ich. Aber das ist so ein typischer, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das so ein typischer Fan-Favorite ist. Wahrscheinlich, wenn ich in meinem Video zu dem Spiel am Freitag meine Missgunst gegenüber der Figur ausdrücke, da gibt es wahrscheinlich einen riesen Shitstorm von der Paimon oder wie heißt es die Figur? Fanfraktion. Ah, stecken geblieben. Cool. Ich habe ein paar Kartoffeln und so gefunden. Wir könnten mal kochen, ne? Ah, ich brauche einen Feuercharakter jetzt, aber wirklich, unbedingt. I'll bring my seasonings. Das wäre grundsätzlich schon cool, so eine Kooperation mit dem Entwickler. Aber dann ist man auch irgendwie so ein bisschen, ne, wenn man mit so einem Entwickler von dem Spiel eine Kooperation eingeht, dann ist man auch so ein bisschen gebunden. Und dann habe ich das Gefühl, irgendwie nicht mehr einfach sagen zu können, was ich will. Hey, ich sehe jetzt gerade, dass man oben eine Last hat. Man hat anscheinend eine Itembegrenzung. Das sehe ich zum ersten Mal. Ich meine, die ist bei weitem noch nicht ausgelastet. Aber scheinbar gibt es da ein Maximallimit. Betrifft das nur das Essen? Oder auch grundsätzlich alles.
Weiß es nicht. Und ich habe, glaube ich, noch nie so Zutaten gebraucht für irgendwas. Aber ich mach mal welche, weil ich habe ganz viel Weizen. Ich stell mal 20 oder so. Machen wir 21 Mehl. Und ich habe auch so viel, meine Güte, machen wir 100 Zucker meinetwegen. Oh, Gott sei Dank. Ja, machen wir 100, ne, 181 habe ich nicht. Aber 100 können wir wirklich machen. Ich habe so viel von diesen Blumen. Moment, ist 81 das Maximum, das ich machen kann? Anscheinend. Seltsam. Dann machen wir 81 Zucker. Und dann machen wir noch einen, was ist denn das? Krebsroggen. Meinetwegen. Eine Wurst mache ich nicht. Ich glaube, das Fleisch brauche ich hier irgendwo dringender. Hier zum Beispiel, bei den Pilzspießen. Pilz und Hühnchen. Ah ja, hier, mit Rüben und diesen Zuckerblumen kann man nämlich auch eine relativ gute Rettichsuppe machen. Und die Barbara hat eine geringe Chance, 12%ige Wahrscheinlichkeit, dass doppelt so viel hergestellt wird. Ich weiß nicht, wie die das macht. Ich weiß nicht, was die da heimlich reinmischt in die Suppen, dass die so ergiebig werden. Aber voll gut. Ah, und er hier ist ein Spezialist, wenn es um Geflügelpilzspieße geht. Und manchmal, mit ein bisschen Glück, werden super Geflügelpilzspieße draus. In dem Fall leider nicht. Na gut, fliegen wir mal da runter, in diesen komischen Tempel da, oder? Da sehe ich schon mal was Interessantes unten rumwinken. Ich glaube, ich fliege mal zum Anfang. Gehen wir den Tempel mal so ab, wie er gedacht ist. Der ist schon ein bisschen eingestürzt und so, aber schauen wir mal. Sind das da unten Gegner? Ja, sind Gegner. Ouchi. Der steht da oben ein bisschen gemein, der Kerl. So, weggepustet. Das Kochsystem findest du besser? Ich mag das nicht so. Also ich meine, ich bin einfach kein Fan davon, wenn ein Crafting-System daraus besteht, dass man in einem Menü irgendwas anklickt, wo man zufällig die Zutaten hat. Da fand ich das in Breath of the Wild wirklich super cool, dass man die Zutaten echt in die Hand nimmt und zu einem Topf geht und die reinwirft. Das verleiht dem nochmal so eine Interaktivitätsstufe mit der Welt und so eine Physikalität irgendwie. Das mochte ich gerne. Auch wenn es auf Dauer vielleicht nervig ist, war Kochen dadurch irgendwie was Besonderes. Und hier ist es halt wie in vielen anderen Spielen halt einfach so typisches und simples und leider auch ein bisschen belangloses Crafting. Aber dafür nicht so nervig, das kann ich schon verstehen. Warum er das bevorzugt. Ich mag das halt grundsätzlich immer, wenn sich Spiele die Mühe geben, so eine, also so viele
Bindeglieder zwischen Spieler und Spiel herzustellen, indem man möglichst viel physikalisch interagiert. Und das macht Breath of the Wild wirklich super. Und auch im Kochsystem zieht das das halt einfach konsequent durch. Und ich kann verstehen, dass das viele nervt. Also das kann ich echt total nachvollziehen. Aber ich mag's. Sowohl als Konzept, als auch wie es sich dann tatsächlich anfühlt. Get out of here.